Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine außergewöhnliche Holunder-Sahne-Joghurt-Torte. Sie besteht aus meinem fluffigen Biskuit, dem hellen Biskuit, und einer leichten Joghurt-Sahne-Creme mit Holunder-Geschmack. Natürlich Holunder-Konfitüre und obenauf einem Spiegel, einem dunkelroten Spiegel aus Holundersaft. Ja, und wie immer habe ich mir den Biskuit am Vortag vorgebacken. Das Rezept verlinke ich euch hier unten in der Infobox. Dort findet ihr auch alle anderen Rezeptangaben und den Link zu meinem Blog. Dort könnt ihr das Rezept dann auch nachlesen und ausdrucken. Und hier oben verlinke ich euch das Video zu meinem hellen Biskuit. Wer nicht weiß, wie Biskuit gebacken wird und dann noch Hilfe benötigt, dem ist dieses Video wärmstens ans Herz gelegt. Es ist zwar ein altes Video, aber trotzdem, die Tipps darin sind es wert, sich das Video einmal anzuschauen. Wir starten gleich mit der Zubereitung unserer leckeren Holunder-Sahne-Joghurt-Creme. Und für unsere leckere Joghurt-Quark-Creme geben wir uns den Joghurt in eine Schüssel und den Quark dazu. Ich nehme da immer ganz gerne Halbfettstufe oder Sahnequark. Das waren jetzt 500 Gramm Joghurt und 500 Gramm Quark. Jetzt kommen noch 100 Gramm Zucker hinzu. Und zwei Beutel Gelatine fix. Ich mache es mir heute einfach. Und jetzt kommt noch der Holundersirup dazu. Und da nehme ich einfach so einen bis zwei Esslöffel. Und natürlich könnt ihr diese Torte auch mit anderen Früchten, mit anderen Beeren zubereiten. Zum Beispiel mit Johannisbeeren, mit schwarzen. Da passt es auch ganz wunderbar dazu. Grad verrühren auf mittlerer Stufe. Und das reicht auch schon. Wir werden uns jetzt die Sahnestreif schlagen und sie gerade hier unterheben. Erst anschlagen wie immer und dann das Ganze einrieseln lassen bzw. einfließen lassen. Ja, und wenn das Ganze schon so ein bisschen steif geschlagen ist, lasse ich mir noch ein bisschen Sirup hinzufließen. Einfach noch so nach Geschmack, wie man es gerne hätte. Denn Sirup ist ja auch süß. Ich gebe jetzt auch hier nochmal so 2 bis 3 Esslöffel hinzu. Soll ja auch wirklich nach Holunder schmecken. Und ich habe jetzt hier einen Holunderblütensirup, aber ihr könntet genauso gut eine dunkelblaue Creme machen, wenn ihr einen eigenen Holundersirup habt. Den rühren wir uns jetzt noch hier unter und schlagen das Ganze komplett steif. Okay, die Sahne ist fest und jetzt können wir sie uns gerade unterheben unter unsere Joghurt-Quark-Creme. Ich mache das immer gerne so in 2 Portionen. Und ich finde, Holunderblütensirup schmeckt wunderbar lecker. Ihr kennt ja sicher auch den beliebten Drink Hugo. Also im Grunde ist das jetzt eine Hugo-Füllung. Ja, inspiriert wurde diese Torte durch Holunder Berliner, also Berliner mit Holundermarmelade und Holunderguss, die meine mittlere Tochter mitgebracht hat vom Bäcker. Und da hat meine Älteste gesagt, die wünsche ich mir als Torte zum Geburtstag. So, den Rest noch dazu. Schauen, dass auch alles von unten mit dazu kommt. Wunderbar, unsere Creme ist fertig und ich habe schon eben genascht. Es schmeckt fantastisch lecker nach Hugo. Wir werden uns jetzt gleich die Torte füllen mit der leckeren Holunderkonfitüre. Ich verlinke euch die spezielle Marmelade in der Infobox, dann könnt ihr schauen. Man kriegt sie auch im gut sortierten Supermarkt. Aber ich denke, viele von euch haben vielleicht auch Holunderkonfitüre. Wer weiß,
daheim im Regal stehen und wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. So, hier ist mein wunderschöner Biskuit. Ich liebe ihn ja einfach. Er ist bei mir diesmal sehr hoch geworden, aber hatte einen Hubbel und den habe ich mir oben abgeschnitten und ich habe ihn mir in zwei dickere Böden geteilt, 2,5 cm jeder Boden und werde ja auch nur diese beiden verwenden. So, und auf jeden Boden gebe ich jetzt hier meine leckere Konfitüre. Oh mein Gott, schon allein die Farbe ist so fantastisch. Wunderschöne Holunder-Konfitüre. Schön verstreichen. Und wie gesagt, wenn ihr keine Holunder bekommt oder nicht mögt, dann könnt ihr auch Johannisbeer nehmen. Schwarze, das sieht dann auch so aus. Also dann ist die Optik zumindest gleich und schmeckt auch sehr, sehr lecker. Und jetzt können wir uns einen Teil der Creme schon einfüllen. Ungefähr die Hälfte. Und die Creme natürlich auch wieder glatt streichen. Oh mein Gott, lecker. Mir läuft hier das Wasser im Mund zusammen. Ich mag Holunder sehr gerne. Man sagt ja dem Holunder nach, dass er eine heilende Wirkung hat. Und wir hatten früher auch einen Holunder im Garten, der ist leider umgefallen eines Tages. Ich muss unbedingt mal wieder einen neuen pflanzen. Alles schön gerade streichen. Und jetzt kommt hier der zweite Boden oben auf. Er kann auch gleich schon mit Marmelade bestrichen sein. Vorsichtig reingleiten lassen. Und vorsichtig andrücken. Nochmal alles bis zum Rand verstreichen. Lecker! Und die Farbe allein wunderschön. Hier können wir uns jetzt die restliche Creme einfüllen, aber Achtung, lasst ein bisschen was frei für den Guss. Meine Torte hat 24 cm Durchmesser. Also die Füllung reicht auch noch für eine Torte mit 26 cm Durchmesser. Deswegen ist jetzt hier so ein bisschen zu viel. Den Rest werde ich mir als Dessert herrichten. Und für eine 26er Torte wäre das dann genau richtig. Alles wirklich super schön glatt streichen, denn wir wollen ja dann nachher auch einen glatten Guss oben aufhaben. Wunderbar, schön glatt. Und hier den Rand, darauf achten, dass ihr euch den nochmal sauber macht mit etwas Küchenkrepp. Jetzt stellen wir uns die Torte für 3 bis 4 Stunden mindestens besser über Nacht in den Kühlschrank, damit das Ganze in sich fest wird. Und dann können wir uns hier oben den schönen Holunderguss aufgeben. Wer keine Zeit hat, so lange zu warten, sollte die Torte auf jeden Fall mindestens eine Stunde, vielleicht am besten in den Tiefkühler stellen oder mindestens in den Kühlschrank, damit einfach das hier oben so ein bisschen anzieht. Dann kann man den Guss auch schon vorher drauf machen, aber man riskiert halt, dass sich dann die Schichten vermischen und dann wird es nicht so schön. Die Torte ist bei mir abgedeckt im Kühlschrank gewesen und ist sehr schön fest geworden. Und ihr seht, da rührt sich einfach nichts mehr. Genau richtig nun für unseren Guss, den wir uns jetzt aufkochen werden und dann hier auf die Torte geben, vorsichtig. Kalten Holunder oder Holunderapfelsaft in meinem Fall in einen Topf geben. Da werden wir jetzt uns die Stärke dazugeben und die einfach gerade verrühren. Darauf achten, dass der Saft wirklich noch kalt ist, damit die Stärke nicht klumpt. Ihr könnt natürlich auch einen roten Tortenguss verwenden, das geht genauso gut. Ich gebe mir jetzt noch 2 Esslöffel Holunderblütensirup hinzu. Gerade noch unterrühren. So, und nun muss das Ganze auf dem Herd einmal kurz aufkochen und schön andecken. Und dann können wir es auch schon etwas abkühlen lassen und auf die Torte geben. Unterrühren, aufkochen. Sobald das Ganze so schön dunkel wird und glasig und schön andickt, können wir es 1 Minute ungefähr kochen lassen und dann geben wir uns das Ganze etwas abgekühlt auf die Torte. So, und das Ganze jetzt leicht abkühlen lassen, nicht zu lange warten natürlich. Zu dick ist er bei mir, deswegen schnellstens verstreichen. Ganz vorsichtig. Wenn er bei euch zu dick sein sollte, es liegt manchmal so ein bisschen, wenn man zu viel Stärke hat. Also ich empfehle euch einfach, so ein Päckchen roten Tortenguss zu verwenden, dann kann es auf keinen Fall zu viel sein.
So, ich habe mir noch einen zweiten Guss gekocht. Erstens, weil ich mit der Farbe hier nicht zufrieden bin. Und zweitens, weil einfach hier ja ein Teil zu dick war von meinem selbstgekochten Tortenguss. Ich habe jetzt einfach mal so ein Päckchen roten Tortenguss verwendet mit 2 Esslöffel Zucker. Vielleicht war es auch der Sirup, den ich reingemacht habe, der das Ganze dann zu dick hat werden lassen. Man lernt nie aus. Und wenn euch sowas passiert, dann einfach noch einen zweiten Guss kochen. Jetzt können wir bis zum obersten Ende der Form ja noch gießen. Wir haben ja noch ein bisschen Platz, Gott sei Dank. Und ihr seht, das ist jetzt viel einfacher und geht viel besser. Jetzt müssen wir nur gucken, dass uns hier nichts überfließt. Und dass ich jetzt überall hier was habe. So, das ist ein perfekter Guss. Bisschen was ist noch übrig, ja, aber das nehme ich gerne in Kauf. So, ich warte jetzt noch, bis das Ganze hier schön abgekühlt ist. Dann werde ich mir die Torte aus dem Ring holen und sie final dekorieren. So, während bei mir die Torte jetzt etwas kalt steht, und zwar habe ich sie nochmal in den Tiefkühler gestellt für ein paar Minütchen, werde ich mir die Sahne steif schlagen für die Dekoration. Sehr gut festschlagen die Sahne, damit sie einfach gut auch sich spritzen lässt. Die Sahne kommt jetzt in meinen Spritzbeutel. Ich habe hier eine geschlossene Sternhülle und zwar die 1M vorne dran. Schauen, dass möglichst alles sozusagen ohne Luftblasen vorne ankommt. Und dann können wir uns das Ganze bis zur Verwendung noch kalt stellen und dann hier vorne rausnehmen und nach vorne ausdrücken. Ich hatte meine Torte jetzt ungefähr 20 Minuten im Tiefkühler. Der Guss ist wunderbar schön fest geworden. Ihr seht es hier. Wir schneiden uns die Torte jetzt aus dem Ring. Ganz vorsichtig. Ich fange mal hier bei dieser Stelle an. Das ist immer das Schwierigste. Voilà, vorsichtig rausholen. Oha. So, dann werden wir unsere Torte noch verkleiden mit der Sahne, die ich mir gerade steif geschlagen habe noch. Nicht zu steif schlagen. Fürs Verkleiden ist es immer einfacher, wenn sie nur weiche Spitzen hat. Im Grunde ist das auch wieder eine Rotkäppchentorte, aber eben mit einem anderen Geschmack drin. Schauen, dass überall schön Sahne ist, bevor man dann wieder abzieht und glättet. Jetzt habe ich hier noch meine Teigkarte und ziehe die Torte wie üblich einfach noch mal schön glatt ab. Jetzt können wir hier an dem Rand schon die Mandelblättchen anbringen. Ihr könnt sie euch gerne in der Pfanne vorher rösten und die Mandelblättchen wie üblich auf eine Teigkarte geben oder vorsichtig mit der Hand, das geht auch. Und dann hier langsam andrücken bis nach oben. Dabei fällt immer einiges runter, das ist ganz normal. Das muss so sein. Den Rest können wir uns dann wieder verwenden. So, wenn die Torte einmal ringsrum schön eingemandelt ist, können wir noch händisch schauen, wo ist denn noch was frei und das gerade einfach noch anbringen. Und dann werden wir sie uns final hier oben dekorieren. So, eine wunderschöne Optik. Ich teile mir die Torte jetzt in 16 Stücke ein. Schauen, dass man die Mitte findet. Vorsichtig einmal rundherum eindrücken, dass wir nachher sehen, wo wir schneiden und dekorieren können. Und ich benutze heute eine Tülle 1M, das heißt eine ganz klassische Rosentülle und spritze mir jetzt einfache Rosetten auf. Fangen wir mal hier an. Und ich wurde gefragt, wie ich das immer mache mit den Tüllen, mit den Rosetten. Ich gehe einmal eine Runde. Nochmal eine Runde und dann spritze ich einen Abschluss, sodass dann auch meine Dekoration gut drauf passt. Und je nachdem, welche Tülle ihr verwendet, ergibt sich natürlich eine andere Optik. So,
Und ich finde, die Rosentülle ist immer besonders schön für ja, romantische Torten. Diese Tülle sieht einfach ganz besonders klassisch aus und sehr, sehr verspielt. So, und die letzten beiden. Wunderbar, sehr schön. Gefällt mir immer wieder super, diese Optik. Ich liebe es einfach. Ich habe mir jetzt noch Lindpralinen gekauft für meine Tochter. Nur das Beste. Ja, die kommen jetzt hier oben drauf. Und trotz der Tatsache, dass es Mini-Lindpralinen sind, sind sie trotzdem noch relativ groß und schwer. Deswegen schauen wir, dass wir sie so ein bisschen nach innen an die Rosetten setzen. Nicht nach außen, denn sonst wird das für den Rand vielleicht zu schwer. Und die letzte. Wunderschön, sehr, sehr klassisch. Vor dem Servieren am besten noch mal eine Stunde in den Kühlschrank, dass sie wirklich gut gekühlt ist. Bei mir wird das jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren, denn ich muss weiter drehen. Und dann schauen wir mal, wie standfest sie ist. So, dann probiere ich mal für euch. So ein bisschen warm geworden ist es hier drin, wegen der Lampen. Bei euch wird das nicht der Fall sein. Trotzdem bitte die Torte immer vor dem Servieren eine Stunde in den Kühlschrank. Auf jeden Fall einfach schön gekühlt lassen, dann passiert da auch nichts. Wahnsinn, diese Optik. Wunderschön. Ich versuche jetzt mal hier alles zu bekommen. Ein Traum. Also, was soll ich sagen? Die Torte schmeckt sehr, sehr fruchtig, süß-säuerlich durch den Holunder. Außergewöhnlich auf jeden Fall. Sowas kriegt man nicht alle Tage. Wir haben ja jetzt den Holunder-Geschmack überall in der Torte und das ist wirklich wunderbar. Ich kann nur sagen, mir schmeckt sie super gut. Ich mag süß-säuerliche Torten. Der Biskuit ist wie immer schön fluffig und aber auch schön saftig durch die Tränkung mit der Marmelade. Ich finde, sie ist einfach ein Prachtstück. Müsst ihr nachbacken. Das war meine Holunder-Sahne-Joghurt-Torte. Ein wirkliches Prachtstück auf eurer Kaffeetafel. Ich freue mich, wenn ihr das Rezept nachbackt und das Video teilt. Gerne mit euren Freunden, mit eurer Familie. Hier unten ist ein Teilen-Button unter dem Video. Und da findet ihr auch natürlich Däumchen nach oben. Das könnt ihr gerne auch betätigen. Und mir einen netten Kommentar schreiben. Da freue ich mich immer sehr darüber. Alle eure Fotos dürft ihr mir auf Facebook und auf Instagram gerne schicken, dann sehe ich auch, was ihr nachgebacken habt. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox und dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Ich verlinke euch den auch nochmal hier oben. Ja, und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder mit einem neuen Vlog auf unserem Zweitkanal Sugar Princess Reisen und Vlogs. Gerne abonnieren. Auf jeden Fall sehen wir uns aber wieder am nächsten Sonntag um 10 Uhr zu einem neuen Tortenkuchen-Video, dem letzten erstmal vor den Ferien und dann geht es erst in 2 Wochen weiter. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Nachbacken, einen schönen Sonntag euch und bleibt gesund. Tschüss!